Halloween von All Hallows Eve benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest aller Heiligen vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem in katholisch-Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Im Zuge des irischen Renaissance nach 1830 wurde in der frühen volksrundlichen Literatur eine Konjunktiv der Halloween-Bräuche seit der Keltenzeit und Bezüge zur heidnischen und keltischen Tradition wie dem Samhainfest angenommen. Es werden immer wieder entsprechende Mutmaßungen des Religionstheologen James Frazer zitiert. Seit den 1990er Jahren verbreitete sich Halloween-Bräuche in USA-amerikanischen Ausprägung auch im kontinentalen Europa. Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede. So vermischten sich insbesondere im deutschsprachigen Raum heimatliche Bräuche wie das Rübengeistern oder Traulicht mit Halloween. Genauso nahmen traditionelle Kürbisanbaugebiete wie die Steiermark oder der Speerwald Halloween schnell auf. So, meine Lieben, das war ein kleines bisschen Info. Ich wünsche euch, ich weiß nicht, was sagt man zu Halloween? Happy Halloween? Auf jeden Fall, das wünsche ich euch. Wir lassen uns mich von Corona nicht einschüchtern. Ne? Ich wollte ein kleines Infovideo machen für euch. Der Julian Richter. Ich habe seinen YouTube-Kanalnamen vergessen. Ich mal wieder vollkommen unvorbereitet. Moment. Er heißt Richterfälle. Der macht heute um 20 Uhr ein Halloween-Special. Und da werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ich wollte euch bitten, ebenfalls vorbeizugucken. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden, wenn wir alle gemeinsam was machen. Nicht nur, weil wir alle gemeinsam sind, sondern einfach, weil Corona uns gerade in die Knie zwingt. Aber wir lassen uns nicht auf den Boden werfen. Das hat jetzt überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wir halten alle gemeinsam. Wir halten alle zusammen und gemeinsam schaffen. Ich sollte aufhören zu reden. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn einige von euch sagen würden, sie wären dabei. Ich glaube, es wird ein Livestream auf YouTube selber. Ich packe euch die Links von Julian Richter alle in die Beschreibung. Ich weiß ja nicht, ob der Name euch tatsächlich etwas sagt. Julian Richter ist zum Beispiel der Vorleser, die Stimme von Draco bei zum Beispiel die Begegnungen gewesen. Und zusammen mit Enchantress, da habe ich ja auch schon mal hier eine Fanfiction vorgelesen, hat da eines neben Jone vorgelesen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte Julian Richter vorher noch gar nicht. Ich habe seine Stimme das allererste Mal in die Begegnungen gehört von Hearing Book Channel, von dem Kanal. Ich muss sagen, er hat so eine tiefe Bassstimme, es ist unglaublich. Und Ich habe jetzt vor ein paar Tagen die Snemione Fanfiction mir angehört von ihm, die er mit Enchantress zusammen vorliest. Es ist ja unglaublich, wie er Snapes Stimme nachmachen kann. Weil, ich meine, Alan Rickman, der Schauspieler, der Snape dargestellt hat in den Filmen, der hat so eine ganz bestimmte schnarrende Stimme gehabt und eine ganz bestimmte schnarrende Art zu reden. Ich persönlich, wenn ich versuche, hier zu sprechen in meinen Fanfictions, versuche ich das auch, aber ich kann das nicht. Vielleicht werde ich es irgendwann können, wenn ich genug geübt habe oder so, aber es ist ja unglaublich, was Julian da kann. Genug Lob an Julian. Ich wollte euch eigentlich auch nur einladen, ich wollte eigentlich auch dieses Video gar nicht so lang machen, aber ich wollte euch dazu auffordern und motivieren, dass ihr mit rüberkommt. Ich werde um 20 Uhr auch rübergehen und vorbeischauen und mir das anhören und mit und vielleicht sogar mitmachen, wenn es irgendwas zu mitmachen gibt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wäre schön, einige von euch da drüben auch zu finden und zu treffen. Und ich nutze auch gleich das so als Ankündigung. Julian und ich haben zusammen ein Projekt am Laufen. Wir werden nämlich Bedtime Stories von Enchantress auch zusammen lesen, wo ich die Parts von Hermine übernehme und er halt eben die von Draco. Da könnt ihr euch auch nochmal freuen. Das wird nämlich alles auf seinem Kanal kommen. Ich habe mich sehr gefreut beim Vorlesen. Ich finde es auch cool, dass er mitgelesen hat. Ich finde es eh total schön, wenn mehrere Leute mitlesen, einfach weil man die Stimmen dann schön den Personen ordentlich zuordnen kann. Naja. Genau. Um 20 Uhr hoffe ich, treffen wir uns wieder. Danke und bis später.